Hallo, in meiner Serie Meine Gitarren möchte ich heute diese Les Paul Kopie vorstellen. Marke Cherie, irgendwie made in Korea oder China oder weiß ich leider nicht so genau. Auf jeden Fall ein sehr schönes Instrument, auch sehr schwer. Also die hat gute 5, 6 Kilo sowas, massiv Mahagoni. Sehr schönes Cherry Sunburst und leider ungeputzt, kein Bock zum Putzen. Und hier auf der Kopfplatte eine schöne Intarsie aus Perlmutt, schätze ich mal, vielleicht auch Kunststoff. Die Mechaniken habe ich ausgewechselt gegen Schallermechaniken. Und hier Pickups sind original. Alles original, bis auf die Kondensatoren, die habe ich ersetzt durch Orange Drops und das hört man auch. So hört man es nicht, aber wenn ich beim hinteren Pickup, also beim Bridge Pickup, den Tonpulli zudrehe, ja, das klingt dann schon so ein bisschen nach Dire Straits oder sowas, ne? Hört man es? Ja. Das überlagert sich natürlich immer ein bisschen mit dem akustischen Sound der E-Gitarre. Ja. Vorderen Pickup, also hinten der Neck Pickup, das sind auch Orange Drops drin. Hört man auch schön. Also eben nicht so dumpf wie die original chinesischen Kondensatoren, sondern die lassen noch ein bisschen Höhen durch. Die Godpins habe ich auch bei dieser Gitarre ersetzt durch Strap Locks hier hinten auch. Wie gesagt, total massiv. Klingt natürlich saublöd. Eingeleimter Hals. Hier die Buchse, die tut seinen Dienst. Das, ich glaube, das Kabel knistert ein bisschen. Aber eine schöne Gitarre und hier mit offenen Kondensatoren, also mit alles aufgedreht, einfach alles aufgedreht. Dann klingt das Ganze so. Ja, noch ein bisschen Höhen rein am Verstärker. Hinterer Pickup nochmal. Wie geht das nochmal? Von Whiskey in the Jar, ich glaube Thin Lizzy, kennt man diesen Sound. Am Verstärker die Höhen voll auf, da aber Tonpulli zugedreht mit Orange Drops und dann gibt es noch teurere Kondensatoren, die tun vielleicht noch ein bisschen mehr Sound. Also noch. Ich möchte ja jetzt nicht groß rumdudeln, sondern euch nur die Gitarre vorstellen. Und ich denke mal, das habe ich. Kann doch sagen, also diese Bünde sind ziemlich hoch und ich glaube Jumbo Frets nennt man die, also Jumbo Bünde. Unverzerrt kommt bei der Gitarre auch schön ein Twang Sound. Gut.
Thank you.